was an dir frisst, die Wahrheit oder dumm und gefährlich ist. Sie kriegen die besten Rollen im Spiel wie auch im Leben. Sie sind immer im Licht und wir stehen nur daneben. Doch wenn wir eines Tages unser eigenes Stück aufführen, da gibt es kein Happy End. Das kann ich garantieren. Sprich sie aus. Lass sie raus. Sprich sie aus. Doch bevor du losschreist, hör erstmal zu und entscheide dann, ob das, was an dir frisst, die Wahrheit oder dumm und gefährlich ist. Den unsere Väter zu verantworten haben. Das Feuer wurde von Konzernen gelegt, deren Namen auf unseren T-Shirts steht. Und was deren Manager an Geld verzehren, reicht aus, um den Rest der Welt zu nähren. Statt den Oberen die Stirn zu bieten, trittst du die, die schon am Boden liegen, mit Füßen. Die, die du der Lüge bezichtigst, sind die, die aus der Welt berichten. Sie recherchieren und kommentieren, während deine Kameraden ihren Lügenkomplex errichten. Und denen läufst du hinterher, denn es ist einfacher, Lügnern zu trauen, als der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Eine kalte Welt, als wenn es Winter wäre. Ach, macht euren Kram doch alleine. Ruft Marvin und rennt weg. Oh Mann! Ich hab echt keinen Bock mehr mit dem Weiter. Ich musste einfach mal. Ich weiß, dass das. Was folgt, ist ein großes Durcheinander. Man wirft sich gegenseitig die Schuld an der Situation vor und die Stimmung wird immer aggressiver. Jetzt ist klar, dass genau die Themen, um die es in Ihrem Stück gehen soll, auch in Ihrer Gruppe durchaus präsent sind: Mobbing, Ausgrenzung und Fremdenfeindlichkeit. Isabel bringt die Situation auf den Punkt.